Cash is King. Aufgrund der geringen Zinsen in den letzten Jahren stand den Unternehmen genügend und günstiges Kapital zur Verfügung. Auch die kurzfristigen Verfügbarkeiten und die geringen Preisschwankungen der Betriebsmittel wirkten positiv in die Liquidität der Betriebsfinanzen. Eine ständige hohe Liquidität im Betrieb war aus wirtschaftlicher Sicht häufig nicht sinnvoll. Im vergangenen Jahr kam alles anders. Sowohl der Betriebsmittelmarkt als auch der Markt an landwirtschaftlichen Erzeugnissen erlebte eine explosionsartige Preissteigerung. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Preis für Düngemittel mit einer nahezu Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Durch die Preisexplosion der Betriebsmittel erhöhte sich das Umlaufvermögen pro Hektar in den Ackerbaubetrieben enorm. Dies führt zu einer zusätzlichen Kapitalbindung. Neben der Preissteigerung erleben wir zusätzlich eine Preisschwankung und das auf einem sehr hohen Niveau. Nominal große Preissprünge, stark schwankende Gewinne und ein höheres Gewinnrisiko sind die Folge, aber auch größere Chancen. Denn die zeitliche Entscheidungsfreiheit beim Einkauf von Betriebsmitteln oder dem Verkauf von Erzeugnissen hat einen entscheidenden Einfluss auf das Betriebsergebnis. Wie müssen sich die Betriebe für die Zukunft finanziell aufstellen? Das versuchen wir gemeinsam mit Experten und Praktikern in Horsch Live zu beantworten. Hallo und herzlich willkommen bei Horsch Live. Mein Name ist Matthias Lech, ich arbeite in Berlin für Farm & Food und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles, wie es im Trailer schon rüberkam, um das Thema Cash is King. Wie viel Substanz muss ein Betrieb vorhalten? Gilt wieder eine Ernte auf dem Halm, eine im Lager und eine auf der Bank? Und wie müssen sich Betriebe heute aufstellen, um liquide und profitabel zu sein? Diese und weitere Fragen wollen wir heute mit euch und unserem Publikum, beziehungsweise das seid ihr, unseren Gästen hier, diskutieren. An der Stelle erstmal ein Hinweis zum Ablauf. Wie immer geht es bei Horsch Live natürlich um die Fragen der Zuschauer da draußen. Das heißt, wenn ihr auf LinkedIn, Facebook oder YouTube seid, schreibt eure Fragen in die Kommentare, in die Chatfunktion. Die Regie hier vor Ort im Studio wird die auf dem Bildschirm einspielen und wir werden uns der Fragen annehmen, so gut es geht. Wir zeichnen den Talk auf, der wird im Nachgang zur Verfügung stehen und wir starten gleich mit einer kleinen Impulsrunde unserer Gäste und danach geht es in die Diskussion. Aber bevor es soweit ist, habe ich erstmal die Freude, unsere Gäste vorzustellen. Und anfangen möchte ich mit dem Gastgeber, Geschäftsführer und Landwirt Michael Horsch. Michael, ich freue mich erstmal sehr, dass ihr so ein cooles Format anbietet und dass du dir heute Abend hier die Zeit nimmst, mit uns und dem Publikum dein Wissen zu teilen. Vielen Dank und herzlich willkommen in der Runde. Okay. Bleiben wir gleich in der Praxis, vielleicht auch kann man schon sagen in der Beratung. Wir haben mit Dirk Rewe einen langjährigen Praktiker und Berater heute mit an Bord, was mich sehr freut. Vielleicht ganz kurz, Dirk, mal einen Einblick so zu deiner Geschichte. Zweitgeborener Bauernsohn in Schleswig-Holstein. Nach dem Studium in den 1980 in die Beratung eingestiegen beim GBB. Und dann irgendwann auch gesagt, jetzt reicht es nach 10 Jahren Großbetriebserfahrung, jetzt muss mal Hand angelegt werden an der praktischen Landwirtschaft. Den Mut genommen, das Geld genommen und investiert in einen Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern, den du dann aufgebaut hast seit 1991 als spezialisierten Marktfruchtbetrieb mit Milchviehhaltung. Und den hast du übergeben an deinen Sohn in 2018. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gerne. Bleiben wir in der Beratung, vielleicht noch nicht ganz so lange dabei, wenn ich hier nach links gucke, Felix Hollmann, aber auch in der Landwirtschaft groß geworden, mit einem Ohr für die Probleme der Praxis. Du bist selbstständiger Berater, Gesellschafter bei LBB GmbH und berätst seit 2016 Betriebe in Sachen betriebswirtschaftlicher Fragestellungen. Ich glaube, du bist Generalist und spezialisiert in Ackerbauschweine und erneuerbare Energien, das hatte ich mir gemerkt. Ja. Ansonsten gleich jetzt schon was sagen, weil das nicht stimmt? Nö, das ist grundsätzlich ganz richtig. Ja. Okay, wunderbar. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und als Letzten in der Runde begrüße ich Bernd Werzinger. Bernd, du vertrittst heute die Finanzierung in diesem Thema. Du bist seit 20 Jahren in Sachen Finanzierung, Unternehmenskäufe, Betriebsentwicklung unterwegs, selber Agraringenieur und Vertriebsmanager bei der DKB im Team Landwirtschaft, Ernährung für die Region Südwest. Also wer seinen Betrieb entwickeln will, Fragen hat zu Übergabe, Stallbau und so weiter, ich glaube, bei dir ist er an der richtigen Stelle heute. Schön, dass du da bist. Da würde ich auch gleich mit dir mal starten.
Wir haben im Vorfeld ja alle schon mal gesprochen und ich glaube, zum Einstieg für das Thema würde mich und denke auch unsere Zuschauer mal interessieren, was du da so täglich im Kundenkontakt erlebst. Also für dich ist Endkundenkontakt wichtig und ich glaube, du hast eine ganze Bandbreite bis hin zum Winzer, die du da betreust. Gib uns doch mal einen Einblick so in dein tägliches Business. Was sind da Sorgen, Nöten im Hinblick auf die Situation, auf unser Thema? Was sind Gemeinsamkeiten? Und zunächst einmal vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank, dass ich heute in dem Format teilnehmen darf. Das, was du da ansprichst, ist letztendlich tatsächlich auch, es gibt generelle Themen und es gibt betriebsspezifische Themen. Ein generelles Thema sind natürlich, ich sag mal, die Großwetterlagen, ne, veränderte Märkte, Volatilitäten, Liquidität, eine unserer Hauptüberschriften heute, das trifft für alle Betriebszweige zu. Gleichzeitig gibt es Betriebszweig sehr unterschiedliche Fragestellungen. Die Landwirtschaft ist ein klassischer Kostenoptimierer, also zumindest die klassische Landwirtschaft. Lagerbau manchmal im Bereich Kartoffel und Zwiebel hat schon ein bisschen Vermarktung. Wenn wir in den Gemüsebau schauen, dann haben wir neben dem klassischen Produktion und innovativen Verfahren bei der Produktion eben auch noch eine Vermarktung und damit eine Vielzahl mehr an Komplexität und eine Vielzahl mehr an Fragestellungen in den Betrieben. Und das ist das, was es für mich herausfordernd, aber auch Spaß bringend macht im Alltag. Okay, danke dir. Jetzt, wenn ich auf unsere Bühnenrückwand gucke, wie sieht es aus mit den Fragen, die da aus dem Ackerbau kommen zu dem Thema Finanzierung, schwankende Märkte? Gibt es da sowas, wo du sagst, das ist hat sich durchs letzte Jahr durchgezogen? Ja, sicherlich. Also grundsätzlich, wie wir in der Vorrunde auch schon gesagt hatten, diese hohen Volatilitäten brauchen eine andere Liquiditätssteuerung. Und die mehr an Liquiditätsbedarf, da ist dann einfach schlicht die Fragestellung, okay, wie sichern wir die? Also ne, Titel, wie viel kommt aus der eigenen Ernte, was liegt tatsächlich auf dem Konto, was muss man vertraglich machen und wie begegnet man diesen Fragestellungen in der Liquidität? Letztendlich, das ist sicherlich eine sehr wichtige Fragestellung, auch aus dem Ackerbau. Okay. Danke dir, Bernd. Machen wir doch mal mit dem Impuls weiter rüber zu Felix, gucke ich mal. Du als Berater, du hattest mir im Vorfeld gesagt, du schätzt die Ehrlichkeit deiner Kunden. Also ich kann mir vorstellen, dass da am Telefon oder im Videocall oder auch im persönlichen Gespräch die eine oder andere Wahrheit auf den Tisch kommt, die vielleicht sonst nicht so deutlich ausgesprochen wird. Ohne dass du da jetzt Whistleblower sein musst, aber was wären da so mal ein Einblick für uns? Naja, also es ist in der Tat so, dass ist ein Entscheidungsgrund gewesen für mich, mal Berater zu werden und im Speziellen betriebswirtschaftlicher Berater, weil gegenüber dem betriebswirtschaftlichen Berater das wenig Sinn hat, bestimmte Dinge im Betrieb zu verheimlichen. Das geht ja sogar über bis ins Private manchmal. Aber es bringt nichts, ein oberflächliches Gespräch zu führen und im Nachgang den Jahresabschluss aufzulegen und dann erkennt man, dass das alles Halbwahrheiten waren. Also es wird mit einer besonderen Ehrlichkeit gesprochen und das schätze ich, weil das letztlich dazu führt, dass die Gespräche eine besondere Tiefe bekommen. Ja, auf jeden Fall. Und das führt am Ende auch dazu, dass man eine Vertrauensperson wird. Und dieses Vertrauen, klar, muss man im Alltag auch ein Stück weit beweisen. Und da wird man eine echte Bezugsperson in den Betrieben. Ja. Und das finde ich total. Ja, es ist das glaube ich, wird nicht vielen Leuten zuteil und das schätze ich sehr an meinem Job, ja. Ich danke dir. Michael, jetzt hast du schon zwei Vorredner, die so ein bisschen Einblick gegeben haben in ihre Tätigkeit. Jetzt sitzt du heute hier vor allen Dingen auch als Landwirt oder als doppelter Betriebsleiter. Du kaufst nicht nur Betriebsmittel, du musst auch Stahl kaufen. Hast du da direkt schon mal Ergänzungen so zur aktuellen Lage, was dir da täglich begegnet? Ja, bei mir ist es ziemlich ambivalent ziemlich gegensätzlich, die Situation, die wie ich sehe. Ich sehe es jetzt weniger als Landwirt und aus der landwirtschaftlichen Brille, ich sehe es jetzt mal als Maschinenbauer und als Hersteller. Wir leben ja seit 3 Monaten unser Problem seit 10, 12 Monaten ist ja, dass die Lieferketten zerbrochen sind und dass die Preise für Materialien, ganz gleich Stahl, Gummi und was weiß ich, alles durch die Decke gegangen sind, inklusive Mikrochips und so weiter und so fort, und das, was nicht geliefert bekommen, sollen wir es brauchen. Die Spitze war so im April und jetzt merken wir, dass so eine kleine
seit August so eine kleine Abebbung da ist. Man kann es ja im Internet auch nachschauen, wenn du die Börsen anschaust, was zum Beispiel Stahl, Rohstahl kostet und so weiter fort. Auch Erde und Erdgas geht ja momentan alles etwas runter. Für mich erklärlich, weil ich der Meinung bin, wir befinden uns in einer Rezession, in einer, würde man sagen, noch verdeckten Rezession. Ich habe mir gedacht, die kommt bis zu Weihnachten dann richtig ins Laufen. Vor allem Stornierungen kommen richtig ins Laufen. Das müsste die Konsequenz sein. Dem ist noch nicht so. Jetzt könnte natürlich einer sagen, naja, da warten wir jetzt noch mal ein bisschen, wenn der Horst recht hat. Und in einem halben Jahr ist das Ganze wieder runden auf normalen Preisen und die Landmaschinen sind wieder billiger und Dünger ist wieder billiger und was weiß ich alles. Das glaube ich nicht, dass das sich eintritt. Was ich aber auch nicht glaube, ist, dass die Rallye noch weiter nach oben geht. Ich denke, das pendelt sich irgendwo jetzt dann so langsam auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, vielleicht ein kleines bisschen niedriger ein. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, und da ist eigentlich eine Frage an den Banker, kann das sein, wenn wir wirklich die Rezession spüren, von der momentan nur geredet wird, ich spüre sie schon, ich spüre sie in manchen Branchen, sogar sehr stark, Müllbranche, Spanplattenbranche und so weiter fort, da geht es richtig bergab. Es gibt eine ganze Reihe Konsumgüter, wo es also schon längst vorbei ist, die Party. Könnte es sein, dass, und das müsste sich ja an der Inflation, wieder in der Abschwächung der Inflation, was wir jetzt so ganz leicht ja merken, gedacht haben wir, dass wir weit über 10% im Euroraum liegen, jetzt kommen wir scheinbar wieder unter 10%, müsste sich das ja widerspiegeln. Wenn sich das jetzt so widerspiegelt, dass die Inflation wieder auf ein normales 2-4% Niveau runterkommt, könnte es sein, dass die Zinsen wieder ähnlich auf ein Niveau Richtung, nicht Nullzinsen, aber den Zinsen, die wir vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch genießen konnten, die irgendwo mal ein halbes Prozent bis 1-1,5%, je nachdem, wie du es finanziert hast, wieder hinkommen. Und das ist das, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Deswegen ist auch die Diskussion mit Liquidität und Sicherheit und so weiter fort für mich also auch ein zweischneidiges Schwert. Danke dir. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Frage direkt schon an Bernd. Aber bevor Bernd zur Antwort kommt, würde ich Dirk noch gerne die Gelegenheit geben, sich auch noch einmal in der Runde mit einem Impuls vielleicht ergänzen zu Michael. Wie nimmst du die Situation wahr? Jetzt bist du schon sehr lange dabei, bist da auch einer der Top-Betriebe, kennst die Beratung. Ist das eine ganz neue Situation? Gab es das schon mal? Wie geht man damit um? Wie ist so dein Eindruck? Es gab ja die Situation 2007, als wir weltweit überhaupt die schlechteste Ernte hatten. Da gingen die Preise ja auch auf 350 Euro und höher. Dünger hatte ähnliche Höhen fast wie heute. Und dann kam die weltbeste Ernte 2008 und es krachte jämmerlich zusammen. Also das ist eine Situation in ganz schneller Abfolge, die man einfach schwer planen kann, muss man ganz klar sagen. Und da haben viele Betriebe damals sehr teuer Dünger gekauft, haben sehr viele Betriebe gelagert. Wir haben selbst damals mal Gerste vom Nachbarn gekauft für 19 Euro und haben sie für 8 Euro 6 Monate später weiterverkauft. Also damit hat kein Mensch gerechnet, also wie volatil das dann war. Für uns ist es jetzt ja ganz schwierig, aufgrund dieser Situation, seit Kriegsbeginn ist der Weizenpreis zu den 250 Euro, die vielleicht vorher waren. In den Jahren davor hatten wir eigentlich ja permanent einen Preis von 180 bis 200 Euro und dann ist er auf 250, 270 Euro gestiegen und mit Kriegsbeginn dann 100 Euro dazu. Also wo liegt eigentlich das reale Preisniveau, mit dem wir langfristig kalkulieren können? Was kostet eigentlich in den nächsten Jahren Dünger? Was kostet in den nächsten Jahren der Weizen? Da fehlt einem und mir zumindest im Moment das Gefühl. Mhm. Bernd, was denkst du, wie kann man mit so einer Situation umgehen, wenn einem das Gefühl fehlt für diese sensible Preisthematik? Was ist deine Idee? Na, ich denke, am Ende ist es sehr betriebsindividuell, aufgrund der Erfahrungen einfach für sich zu kalkulieren, wie hoch sind denn oder wie hoch waren historisch gesehen meine Liquiditätsschwankungen und mein Liquiditätsbedarf. Ganz am langen Ende hat keiner von uns die Glaskugel nach vorne. Wir können ja nur aufgrund Erfahrung von zurück Entscheidungen für morgen ableiten. Niemand anders hat die Möglichkeit, das genau so zu tun. Und das, was wir, ich als Finanzierungsberater oder als Bank am letztlich bei unseren einzelnen Kunden im Individuellen tun, ist eben dieses gemeinsam zu denken, zu sagen, okay, wie ist dein Betrieb aufgestellt, mit welcher Faktorausstattung, in welchen Betriebszweigen, wie hoch ist denn im Worst-Case-Fall tatsächlich Liquiditätsbedarf?
wie hoch könnte er sein, und dann sich gemeinsam darüber zu unterhalten, und wir sichern wir diese Lücke, und zwar bevor wir diese Lücke eben haben. Ne, die Schwierigkeit ist immer, die wir auch in der Vergangenheit schon erlebt haben, wenn diese Fragen zu spät kommen und Lösungsvorschläge in der Krise gesucht werden, dann tun sich alle schwer. Ja, dann wird es teurer, dann dauert die Zeit länger. Alle haben gleichzeitig das Thema, das ist auch manchmal schlicht ein Ressourcenthema, dass man so schnell mit den Lösungen nicht hinterherkommt, mit der Lösungsumsetzung. Also gute Zeiten, also wie heute, so ein Format zu nutzen und zu sagen, okay, was könnte Auswirkungen sein, und dort gemeinsam eine Strategie festzulegen. Und dann zum Beispiel, wie der Titel ja sagt, okay, was muss eigene Liquidität sein, wie viel ist Fremdliquidität, was kostet mich die und wie könnte ich die sichern? Ich würde ganz gerne auf das eingehen, was Michael gesagt Bitte. Hat. Also ich hatte auch vor 2 Monaten, ging das ja ungefähr los, da fingen die Ersten an und haben darüber geredet, dass es vielleicht eine drohende Rezession gibt. Und dann fingen an, die Energiepreise zu fallen. Ich glaube, Rohöl ist jetzt seit 8 Wochen ungefähr am Fallen. Und heute hat man fast das Gefühl, oder ich zumindest, dass Weizen einer der letzten Rohstoffe ist, der noch nicht so, also ist ja auch ein bisschen runtergegangen, aber der noch ein relatives Preisniveau gehalten hat, im Gegensatz zu allen Baurohstoffen und sowas. Die US-Banken haben die Leitzinsen nicht mehr in dem Tempo steigen lassen, wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben. Auch das sind ja Indikatoren dafür, dass man sich auf eine Rezession zubewegt. Und ich hatte immer die Bedenken, dass es passieren könnte, dass der Weizen runterfällt auf, sagen wir mal, 200 Euro, wenn man das an der Vergangenheit vielleicht mal festmachen will, oder Dert hatte das ja auch gesagt, und dass dann an der Stelle eine Liquiditätslücke entsteht, wenn gleichzeitig der Dünger noch teuer bleibt. Ich hatte immer befürchtet, dass der Dünger weiter bei knapp 3 Euro das Kilogramm Stickstoff stehen bleibt, weil wir von der Energie abgeschnitten waren hier in Europa, zumindest vom Gas, vermeintlich aus dem östlichen Gas abgeschnitten waren. Und das war so mein Negativszenario, was ich so ein bisschen gesehen habe, eine Zeit lang. Jetzt inzwischen drehen sich die Märkte ja auch im Düngerbereich ganz schön. Auch der Dünger ist ja zusammen mit der Energie im freien Fall. Und wenn man dann auf Liquiditätsrisiken hinaus will, ist das zumindest eine Form von Hedge, der sich da gerade wieder einstellt, dass Dünger und Weizen parallel fallen. Also das ist ja so ein bisschen der Blick nach vorne in die neue Ernte rein. Je nachdem, der eine oder andere hat vielleicht schon den Dünger sehr teuer eingekauft und komplett liegen. Dann ist es jetzt ein echtes Problem, wenn der Weizen fällt. Aber wenn beides parallel gerade so ein bisschen nach unten tendiert, kann man ja auch die Position vertreten, jetzt beides so gegeneinander abzusichern und dann einem Liquiditätsrisiko über den Weg vielleicht auch zu entgehen. Aber es ist ja doch immer ein Kampf zwischen Liquidität und Rentabilität. Es gilt ja dieser berühmte Spruch, Liquidität geht vor Rentabilität. Das ist kurzfristig ja absolut richtig. Aber wenn ich mir diese Sicherheit jetzt einbauen will, um alle Schwankungen ganz bequem zu überstehen, ohne vielleicht auch mit meinem Banker zu sprechen, dann kostet das ja Rentabilität. In der Vergangenheit ja extrem viel, weil wir dann sogar unterjährig ja ständig Guthaben unterhalten, die sogar mit einem Strafzins bestraft wurden. Und heute ist es ja auch eine Abwägung zwischen einer langfristigen Finanzierung, beispielsweise einem 10-Jahres-Geld, und kurzfristigem Geld. Und das ist für mich eigentlich die Frage, wo entwickelt sich das hin? Und wenn heute das kurzfristige Geld nicht so viel teurer wird, dann geht es ja, nur davon ab, welches Verhältnis ich zu meiner Bank habe, um dann vielleicht über Euribor oder was auch immer, wenn es denn mal einen Einbruch in der Ernte oder was auch immer gibt und vielleicht einen 3-Monats-Zyklus, wo ich Geld brauche, das dann zu holen. Das ist sicherlich der bessere Weg. Also ist doch entscheidend, dass ich in erster Linie auf meine Rentabilität achte, um langjährig ein gutes Verhältnis zur Bank zu haben und damit ja auch Liquidität schaffe durch Rentabilität. Aber also ja. Es ist schon so, dass wirklich die Liquidität die letzte Stufe ist in einem Betrieb, der in Schwierigkeiten ist. Felix, du hattest da gerade... Also ich... Wolltest du anhaken? Ich glaube, und ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Ganz verstanden habe ich es nicht.
Oder wir waren doch gerade in der Diskussion eigentlich, wo es um den Verkaufszeitpunkt ging, oder? Also ich sehe es dann, ich denke, der Verkaufszeitpunkt, das ist ja etwas, was ganz schwer in den Griff zu kriegen ist. Spekulation, das weiß ja eigentlich keiner. Erstmal muss ich überhaupt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Liquidität, ja überhaupt lagerfähig sein. Ich muss Dünger lagern können, ich muss Getreide lagern können. So, und da entsteht ja zusätzlich das Problem, dass ich gar nicht weiß, wann wird der Dünger, der ich gekauft habe, wann muss ich den bezahlen. Da habe ich unterjährig immer Liquiditätsschwankungen. Ich habe einen Kontrakt über Weizenverkauf geschlossen, Basis September, und ich weiß nicht, ob der im Mai geholt wird. Kontrakte sind in der Regel immer in Käuferswahl, weil die auch nicht wissen, wann Schiffe kommen. Da muss ich doch entweder jetzt so viel Geld unterjährig vorhalten, was Geld kostet, oder ich versuche, solche, sagen wir mal, unterjährigen Unterfinanzierungen über meine Bank zu decken. Absolut. Das, wie ich nun verkaufe, also das ist, würde ich mal sagen, das beobachten wir ja nun auch seit langem und du ja auch in der Beratung, da hilft scharfes Nachdenken und so weiter nur bedingt. Also da wird man mal die Nase vorn haben, aber das wird einem nicht immer gelingen. Du meintest durch fehlende Liquidität zum Verkauf gezwungen zu sein, das kostet Rentabilität, glaube ich, ne? Oder indem ich überfinanziert bin, indem ich langfristige Finanzierung habe, die 4% oder was auch immer kosten, und ich dann letztlich vielleicht keinen Habenzins und in der Vergangenheit sogar Negativzins kriege. Ja. Vielleicht können wir es nochmal konkreter machen. Jetzt seid ihr alle Profis in dem Thema und anscheinend sind wir schon sehr tief drin, aber so für unsere Zuschauer, Dirk, wenn du eine Empfehlung rausgeben solltest, mal so ein Tipp auch in Richtung deines Sohnes, du hast 2018 ja den Betrieb übergeben, was würdest du ihm in dieser Situation jetzt empfehlen in Sachen Risikominimierung? In Sachen Risikominimierung würde ich sagen, muss man zumindest so liquide sein, dass man am 30.06., das ist ja der Höhepunkt, der höchste Stand der Verbindlichkeiten, kurz vor der Ernte, da sollte man, ich sag mal, die Hälfte des Umlaufvermögens, was ich dafür brauche, mehr sollte ich nicht fremdfinanziert haben. Weil ich dann vielleicht durch meinen Rapsverkauf oder durch einen Teilverkauf sofort meine Liquidität nach der Ernte wiederhergestellt habe und so ja nur in einem kurzen Zeitraum, vielleicht 3-4 Monate, Fremdzinsen oder eine Finanzierung durch die Bank in Anspruch nehmen muss. Darüber hinaus hielt ich das für riskant, muss ich sagen. Würdest du dich da anschließen, Bernd? Naja, was sagt da wohl schon ein Banker? Ne? Es kommt darauf an. Okay. Also, und zwar, ich glaube, das, was wir gerade sehen in eurem Austausch, ist, dass wir auf unterschiedliche Zeithorizonte schauen. Ne? Also das eine ist tatsächlich einfach ein unterjähriger Verlauf und dann die Frage, die Erwartung, okay, wie steuern wir das Risiko innerhalb des Jahres, des Wirtschaftsjahres oder des Kalenderjahres. Und das hat ganz viel auch mit Persönlichkeit und mit Unternehmer-Risikobewusstsein zu tun und hat natürlich auch was damit zu tun, wie ist das Unternehmen grundsätzlich im Risikomanagement aufgestellt, welchen Betriebszeittag, wann ist es das letzte Mal gewachsen, also wie ist einfach generell die Situation. Ich würde ganz gern auch so ein bisschen den Blick eigentlich auf den Mittel- und Langfristhorizont schauen, braucht ein bisschen weniger Glaskugel und hat ein bisschen mehr so eine grundsätzlich strategische Denke, und innerhalb der strategischen Denke bin ich ganz bei dir, dass du sagst, okay, mittelfristig müssen wir vor allen Dingen schauen, dass wir rentabel sind, und um rentabel zu sein, das ist das, was ich im Alltag ganz häufig erlebe, brauche ich zum ersten Mal ein sauberes Controlling. Also ich brauche eine saubere Aufstellung, was kostet mich eigentlich überhaupt, wie sind meine Verfahren aufgestellt und was passiert denn überhaupt, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern? Wo kann ich denn anpassen, wie muss ich anpassen, und wenn ich den Betrieb strategisch weiterentwickle? Ihr, Michael, ihr habt ein ganz dynamisches Entwicklung die letzten Jahre gehabt, also sage ich, okay, wie halte ich das Risiko und die Liquidität auch im stürmischen Betriebswachstum, wie halte ich die safe und wie kalkuliere ich das und in welcher betrieblichen Phase nehme ich welche Risiken in Kauf und wie sichere ich die ab? Und vor allen Dingen braucht das Know-how, und das, was ich ganz oft erlebe im Alltag, dass ein Risikocontrolling zu spät gemacht wird, ne? Also auf Basis Jahresabschluss, vielleicht auch mal unterjährig mal,
aber ganz häufig erst mit dem Abschluss. Und das ist, der ist ja dann in der Regel mal zwischen 9 und 16 Monate her. Das ist viel zu lang. Ne? Also es braucht laufend, es braucht zeitnah und es braucht exakt. Das ist erstmal so die grundsätzliche Hausaufgabe, egal in welchem Betriebszweig. Und ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, da kannst du sicherlich irgendwie aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Also da entdecke ich noch ganz häufig einfach Lücken im Steuerungsinstrumentarium. Also ich würde darauf antworten, so mit Jein. Also ich habe mich gerade, als du es erzählt hast, schon gefragt, was für dich im Ackerbau ein geeignetes Controlling-Instrument ist. Weil ich finde, man kann Controlling wunderbar aufbauen in einem Betrieb, der einen kontinuierlichen Output hat. Also in der Milchviehhaltung zum Beispiel, ein sehr normal laufendes Geschäftsmodell, was jeden Monat oder jeden Tag irgendwelche Umsätze produziert. Im Ackerbau habe ich ja schon das Problem, dass das ein sehr saisonal bedingtes Geschäft ist, von Haus aus schon. Und auch das Controlling, also ich verstehe das, ich vermute, du verstehst dahinter sowas wie einen Soll-Ist-Abgleich, den man vielleicht macht. Ist das das, worauf du hinaus willst? Ja, ein Soll-Ist-Abgleich, klar, das ist so die eine, das ist ein Werkzeug darunter, aber im Wesentlichen habe ich ja Verfahrenskosten und die hängen davon ab, wie groß mein Betrieb ist, wo er liegt, wie sind meine Hoftorentfernungen, wie sind meine Schlaggrößen, mit welchem Arbeitskraftbesatz bin ich unterwegs, mit welchem Technikbesatz bin ich unterwegs, das sind ja so die gängigen, ich sag mal, Diskussionen auch innerhalb der Ackerbau und so, wie sind denn eigentlich meine Arbeitserledigungskosten und wie komme ich denn da dran? Also klar, das machen wir natürlich und das ist schon Kernaufgabe unserer Beratung auch, wobei ich sagen muss, das fußt auf Jahresabschlüssen. Wir ärgern uns immer, wenn die Jahresabschlüsse ein Jahr später erst fertig sind, versuchen da natürlich auch näher ranzukommen und sag mal, Digitalisierung hilft uns heute auch, zeitnah in die Betriebe reinzukommen, wenn ein Jahr mal rum ist. Wir brauchen nicht mehr unbedingt den abschließenden Abschluss dafür. Aber letztlich unterjährig das zu machen, ist so bedingt aussagekräftig, würde ich mal sagen. Fängt man an zu interpretieren, warum ist der Düngeraufwand jetzt gestiegen? Ja gut, weil der Preis höher ist. Dann muss ich vielleicht überlegen, ob die Liquidität bis zum Ende des Jahres reicht und frühzeitig auf die Bank zugehen. Klar, das ist dann natürlich ein Steuer. Michael, du hattest noch... Ich habe noch mal eine Gegenfrage. Ich meine, einfach konkret. Habt ihr als Banker im Moment Kreditanfragen, wo er mangels Controlling sagt, nee, die Kiste ist mir zu heiß, du kriegst jetzt momentan kein Geld von mir? Das auch kommt natürlich extrem darauf an. Ne? Also wenn wir einen stabilen Betrieb haben, ne, und wenn wir hier darüber sprechen, dass wir irgendwie über 3 oder 4 Monate vor, Umlaufmittelkapital, das Zeitraum, ist, das ist relativ einfach, dann würde ich sagen, alles klar, ne, das, ich meine langfristig, die Genehmigung ist im Zweifel schon in der Schublade und dann sagt man, schön, dass du auch mal was brauchst, weil dann kann ich auch ein bisschen Geld mitverdienen. Ganz genau. Ne? So, was anderes ist, wenn die komplette Ernte und vielleicht auch noch schon ein Teil der Vorernte und das Unternehmen ist aber stark gewachsen, hat die Finanzierungsstrukturen insgesamt ein bisschen kurzfristig aufgestellt, Liquidität ist tatsächlich signifikant knapp. Und die Zahlen kommen nicht hinterher und es ist ja, ich war vorhin gar nicht so sehr, dass eure Beratung das nicht leistet. Ist ja die Frage, wie viel Anteil Betriebe haben wir, die in einer qualifiziert guten Beratung zu Hause sind. Es gibt auch einen größeren Anteil Betriebe, die das eben nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist es dann tatsächlich plötzlich schwierig, weil man den Boden unterm Wasserspiegel tatsächlich nicht sieht. Man hat keine gemeinsame Transparenz. Und die muss man dann erst herstellen und das braucht Zeit. Und wenn Liquidität knapp ist, ist Zeit auch irgendwie schwierig. Dann wird es tatsächlich angespannter. Dann braucht das heißt konkret, ihr Banker schaut im Moment genauer hin als noch zu einer ganz niedrigen Zinspolitik? Boah, genauer würde ich nicht sagen. Also, weil wir sind schon immer, ich sag mal, im Prinzip ein Institut. Klar, hängt immer von einzelnen Mitarbeitern auch ab. Aber wo ich sagen würde, inhaltlich, man braucht eine gemeinsame Sicht und ein gemeinsames Verstehen. Mhm. Und gemeinsames Verstehen wird eben nicht erst in einer schwierigen Phase hergestellt, idealerweise. Ja. Wenn man erst dann gemeinsam darüber nachdenkt, sind beide Seiten schon ein bisschen spät. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Sinkt das Umlaufvermögen mittelfristig wieder? Das hängt ja unmittelbar mit den Dünger- und Saatgut- und Pflanzenschutzpreisen zusammen. Und da sind wir ja der Meinung, dass sie nicht wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückfallen. Und wir hoffen natürlich auch,
dass der Weizenpreis nicht auf das ursprüngliche Niveau von 180 Euro zurückfällt, mittelfristig, weil dann die Betriebe mit diesen gestiegenen neuen Umlaufvermögen oder den Direktkosten eigentlich nicht mehr leben können. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Ja. Mhm. Ja, die werden sich wahrscheinlich langfristig, also das wird sich aneinander angleichen. Das wird wieder irgendeine Form, also als allerletztes, wenn es dauerhaft Übergewinne gibt, irgendwie im Ackerbau, dann passt sich die Flächenpacht an. Ne? Also wenn sich das langfristig einstellt, glaube ich aber noch nicht, weil also es gibt immer auch einen Zusammenhang zwischen Energie und Weizenpreis. Genau, da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung und habe ein paar so Fälle jetzt gehabt, die letzten Wochen, auch im Ausland, dass ich immer mehr höre, Stimmen höre von Landwirten, wachsen können wir nicht mehr. Die Flächen, die ich habe, weil ein Großteil der Flächen in der Welt von größeren Betrieben, da ist irgendwo 50-60% in Pacht, nicht im Eigentum. Da sind nur, um die Flächen zu halten, nicht zu wachsen, höhere Pachtansätze kalkulieren müssen. Und die steigen zum Teil exorbitant. Okay. Und wir wissen ja, Pachten, wenn sie mal oben sind, vieles kriegst du runter. Düngerpreis kommt runter, Maschinenpreis vielleicht, weiß ich nicht, ob da ein bisschen was runtergeht, aber zumindest nicht auf. Aber bei Pachten, eins ist klar, wenn sie mal oben sind, kommen sie immer runter. Das ist vielleicht ein Thema auch jetzt, wenn es veränderte Ernten gibt, aufgrund von Klimawandel oder was auch immer, oder größere Preisschwankungen, die daraus folgen, ist ja der Pachtpreis bei uns üblicherweise immer über einen längeren Zeitraum festgeschrieben. Und da ist ja die Frage, muss man da nicht zu intelligenteren Anpassungssystemen kommen, auch kurzfristiger wirken, um sich an die wirkliche Rentabilität anzupassen? Denn jetzt löst ohne Zweifel diese eigentlich gute Phase im Marktfruchtbau trotz der hohen Dünger und hauptsächlich Dünger- und Treibstoffpreise, löst das ja wieder einen Hype aus, der unter Umständen über größere Zeiten erstmal da ist und vielleicht dann schlecht wieder angepasst werden kann. Also beobachtest du das so am Bodenmarkt? Also ich finde, Landwirte verhalten sich im Moment relativ zurückhaltend am Bodenmarkt. Ich sehe nicht, dass die Pachtpreise total durch die Decke gehen, obwohl man das vielleicht vor dem Hintergrund der Ernte 22 vermuten könnte, die bei einigen gut gelaufen ist. Ich beobachte eher eine Zurückhaltung im Flächenmarkt. Aber die Zurückhaltung, die entsteht ja weniger aus dieser Angst heraus, dass die Rentabilität gar nicht mehr gegeben ist, sondern eher durch diese doch etwas befremdete Situation, dass wir mit Verboten zu tun haben, dass wir mit Einschränkungen zu tun haben, die wir überhaupt als Unternehmer nicht abschätzen können. Normalerweise ist es ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich im Benchmark ganz vorne bin, dann werde ich, auch wenn sozusagen die Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft mal schlechter werden, wird meine Bank ja immer zu mir stehen, wenn ich vorher gute Zahlen geschrieben habe. Ich werde solche Phasen immer gut überstehen. Aber was ist, wenn plötzlich politische Eingriffe durch jetzt Kulissen, totales Pflanzenschutzmittelverbot in bestimmten Gebieten, das verunsichert die Landwirte und da weiß man jetzt auch gar nicht, wie man mit Kaufpreisen und mit Pachtpreisen in der Zukunft umgehen soll. Das habe ich ja nicht mehr in der Hand als Unternehmer. Die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber meinen Nachbarn und meinen Konkurrenten, die habe ich ja weitgehend selbst in der Hand. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Verunsicherung, die dahinter steht. Das ist ein gutes Argument. Ja, ist auch eine Form der Risikovorsorge, dann bei Pachten sich zurückhalten zu zeigen. Ja, okay. Wir haben ja noch was aus dem Publikum, vielleicht auch für dich, der hat, unter trockenen Bedingungen kann man durch Kosteneinsparung den hohen Arbeitserledigungskosten entgegenwirken? Das ist eine schwierige Frage, denn meistens treten die trockenen Bedingungen ja im Frühjahr ein und ich kann ja noch überhaupt nicht abschätzen, wie der Verlauf ist während der Bestellung. Und die Hauptkosten treten während der Bestellung auf und im Frühjahr während der Düngung, wo ich schon einen Einsatz tätige, da müsste ich dann zu ganz komplizierten Konstruktionen kommen, so Ertragspotenzial, dass ich die abschätzen kann für Standorte. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, auf einem Schwarzerde-Standort, wenn ich zu wenig Winterniederschläge habe, die den Wasservorrat nicht mehr ausreichend auffüllen, dann muss ich vielleicht im Frühjahr zu einer niedrigen Intensität kommen.
Und dann kann ich auch etwas einsparen. Er spricht da von Arbeitserlegungskosten. Okay, das ist dann. Aber die Arbeitserlegungskosten kann ich meines Erachtens nicht einsparen, denn ich werde niemals meine Bestellung und meine Bodenbearbeitung verschlechtern, schon im Vorwege, im Hinblick auf trockene Bedingungen. Also das sehe ich genauso. Wir haben es ja selber oft genug erlebt, wenn du in Bredouille gekommen bist und hast gesehen, die Arbeitserlegungskosten sind die einzige Schraube, in der du noch drehen kannst. Zu sagen, jetzt spare ich mir einen Arbeitsgang. Das ist so diese, und dann diese Milchmädchenrechnung, ja, das kostet mich 10 oder 20 Euro, die habe ich gespart. Mhm. Das ist die tödlichste Denke, die du anschätzen kannst. Genau dann, wenn es eng wird. Das haben wir oft genug durch. Arbeitserlegungskosten, Einsparung würde nur gehen. Ich hatte gerade heute so einen Fall mit einem relativ großen Kunden aus Bulgarien, der klimabedingt jetzt sowas von die Düse bekommt, weil er jetzt schon 2 Jahre hintereinander merkt, die hohen Maiserträge und die hohen Weizenerträge, die er mal gehabt hat, sind gar nicht mehr möglich. Weil die Hitzespitzen, die es hat, 40 Grad, 42 Grad, ihm nicht mehr erlauben, dass die Maiserträge weit über 6 Tonnen gehen. Die gehen dabei 4 Tonnen stehen bleiben und beim Weizen hängt er ab und 4-5 Tonnen drum, wo er vorher 8 Tonnen war. Und da ging genau die Diskussion, haben wir heute gehabt. Ja. Was mache ich jetzt? Na gut, dann haben wir im Prinzip aus der Box gedacht, haben wir gesagt, also kannst du bloß extrem sanieren. Du musst die Hälfte deiner Leute ausstellen, das hat ja schon mal Einfluss. Du musst die Hälfte deiner Maschinen verkaufen, sofern du noch Geld dafür bekommst. Du kannst zum Beispiel auf ein Direktsatzverfahren umstellen, wo du aufpassen musst. Direktsatz ist nicht immer nur die Lösung, kann nämlich auch schief gehen. Ja. Du musst die eine oder andere neue Maschine kaufen, gut, die kann man über die AFA verrechnen, wieder eine weg und das andere rein wieder hinrechnen. Und dann an sonstigen Detailkosten in der AFA, in der Arbeitserlegungskosten vielleicht das eine oder andere auch noch aussparen. Mhm. Aber ob das dann zielführend ist, langfristig, dass du jetzt da deswegen besser aufgestellt bist und deswegen dann, wenn es hart auf hart geht und dir fehlen 100 oder 200 Euro, ob du Verlust machst oder nicht, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, da dran zu glauben. Mhm. Entweder du fährst eine komplett neue Strategie, Fruchtfolgeveränderung und so weiter und so fort und alles Mögliche, und machst wirklich Tabula Rasa. Das Beste ist natürlich immer Insolvenz und der Neue fängt an und macht das Ganze anders. Das ist immer das Beste. Dann kannst du es wirklich mal mit der Arbeitserlegungsgeschichte anders anpacken. Aber alles, was Bestand ist, was schon da ist, das auszutauschen oder wegzugeben und mit weniger versuchen zurechtzukommen, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Wir sind ja auch verunsichert. Es hat ohne Zweifel jetzt 19 fing es an, diese trockenen Jahre gegeben und die Ernteeinbrüche waren erheblich. Aber das letzte Jahr war schon wieder etwas anders und dann bin ich natürlich auch auf einem Standort, der ansonsten ertragsfähig ist, der beispielsweise mal, die Schwarzerden haben ja mal 10 Tonnen Weizen geerntet in vielen Jahren, muss ich ja eine Entscheidung treffen, ob dieser Zustand jetzt für immer eintritt oder muss ich doch davon ausgehen, dass es vielleicht nur ein Drittel der Jahre ist, wo ich diese Einbrüche habe. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, die wir erst noch näher präzisieren müssen. Ich denke auch, die Antwort auf die Frage geht auch so ein bisschen in so eine Richtung, dass wenn sich wir sind ja eigentlich global gesehen hier so schon im Bereich von Hochertragsstandorten unterwegs, selbst die etwas schwächeren Standorte in Deutschland, für die trifft das ja global gesehen wahrscheinlich noch zu. Ich glaube, die Trockenheit führt dazu, dass man Anbausysteme ein Stück weit überdenkt. Also ich beobachte in meinen Betrieben viel, dass die so in Richtung Strip-Till oder sowas ausprobieren. Das führt ja vielleicht minimal zu Kosteneinsparungen im Bereich der Arbeitserledigungskosten. Ja, minimal, so wenn ich mit dem Striegel und Strip-Till oder so. Aber es sind nicht die großen Welten, aber letztlich, wenn ich global denke und trockene Regionen, dann bin ich vielleicht in Australien unterwegs, dann zeigt sich schon, dass irgendwie, dass man da auch mit einer anderen Intensität arbeiten muss. Du musst es von Anfang an neu aufziehen. Es ist ein komplett anderes System. Ganz genau, dann kannst du es erreichen. Ja. Ja, man geht immer von einem Niveau aus, dass es nur, sagen wir mal, 5 Tonnen sind. 3 Tonnen Raps und 5 Tonnen Weizen. So, jetzt komme ich wieder mit meiner These. Kann ja durchaus verkehrt liegen. Bei uns in Deutschland wird es vielleicht, oder in Europa wird es vielleicht nicht so stark zuschlagen, aber im Ausland merke ich, dass es stärker zuschlägt. Wenn du beobachten durch Südamerika, Kanada, Australien, da waren die Pachtansätze, die sie in die Kalkulation mit eingebracht haben, irgendwo zwischen 10% und 20% von den Herstellungskosten. Jetzt mit den gestiegenen Pachten, um die Flächen zu halten, sind die Pachtansätze nicht 10-20%, sondern 30-50% von den Gestehungskosten.
Das heißt, also der kann jetzt sparen auf der einen Seite, was er will, ihm haut es durch die hohen Pachten, die er, um die Fläche zu halten zu müssen, sowas die Geschehungskosten auf, dass er ein ganz anderes Problem hat. Der muss sich überlegen, ob er überhaupt die Pacht bezahlt. Und lieber lässt das am Nachbarn, lässt die Fläche und den pokern lässt in dem ganzen Spiel. Ja, aber mit den alten Arbeitserhöhungskosten kommt er nicht mehr klar. Kommst du nicht mehr hin. Deswegen und das ist, deswegen sage ich ja, also das ist schon eine heiße Kiste, da zu glauben, jetzt, da kann man ganz schnell gegensteuern. Wo ich dran glaube, das habe ich heute auch in der Diskussion gehabt mit dem Landwirt, dass wir durch Klimaveränderungen, die betreffen euch im Norden weniger, die betreffen uns schon etwas mehr, wenn du Richtung Ungarn, Bulgarien, Rumänien gehst, noch mehr, weil da immer noch öfters Hitzespitzen und Trockenheitsspitzen reinhauen, die am Ende dir die Erträge komplett runterziehen, dass die komplett neue Ansätze brauchen, um Wasser zu sparen, mit Direktsaatmethoden, aber nicht ganz flächig, aber dort, wo es passt und so weiter und fort. Und dann auch komplett ihre Betriebe dann irgendwann mal neu aufstellen mit halbem Personal und so weiter und so fort. Da glaube ich schon dran. Aber das, wenn sie das tun, bis sie das umgesetzt haben, kostet es erst einmal mehr Geld und nicht weniger Geld. Deswegen der Trugschluss zu glauben, ich stelle jetzt um, und habe dann gleich sofort einen Effekt, da ist das Umgekehrte kommt raus. Aber wenn man schon so weit voraus denkt, dann sollte man dann, wenn man die Kohle hat, zum Beispiel jetzt, trotzdem überlegen, es jetzt zu tun mit der Kohle, die man hat, und nicht warten, bis man sie nicht mehr hat. Und dann da steht, ja, jetzt habe ich eine Strategie, aber ich kann es mir nicht mehr leisten. Und ihr als Bankbanker sagt, nee, bei dir, da zahle ich nicht, da kriegst du keinen Kredit mehr. Das ist mir zu riskant. Also in der Phase der Stärke zu reagieren, das würde ich jetzt schon mal mit Ausrufezeichen und Unterstrich versehen, selbstverständlich. Und gleichzeitig würde ich es auch nicht immer im vollen Schwarz-Weiß-Modell. Mhm. Ich würde ja niemanden sehen wollen müssen, der seinen Betrieb komplett sofort umstellt. Also ich weiß, mein Lehrbetrieb, damals ein begnadeter Ackerbauer, Schwäbischer Alb, der hatte immer 10, 20 Hektar auf der Seite, wo er, ich sag mal in Anführungszeichen, verfahrenstechnisch kreativ war und geguckt hat, was geht denn auf meinem Standort? Was geht denn hier? Weil ganz am Ende sind es ja dann doch irgendwie standortbezogene verfahrenstechnische Lösungen. Ne? Also ich habe vorhin in unserer Vorrunde offensichtlich mitgenommen, ist eben nicht nur die Arbeitsbreite, sondern gibt noch 5 andere Kriterien mehr, die so eine Scheibenegge oder die eine Sämaschine zwischen hier Brasilien und Bulgarien unterscheidet. Und das trifft den kleinräumig ja auch zu. Und insofern, glaube ich, ist tatsächlich die Frage, wie groß denkt man den Kreis? Und irgendwann ist natürlich auch die Optimierung im Klein-Klein im Betrieb zu Ende. Ne? Wenn man 20 Jahre im Klein-Klein an jedem Rädchen schraubt, dann ist es auch nicht mehr der große Hebel. Da muss man irgendwie über den Tellerrand raus. Dann muss man entweder mit einem neuen Betriebszweig oder man muss in der Wertschöpfungstiefe oder man muss mit dem Nachbarn zusammen anstatt pachtmäßig gegen ihn und so. Also da gibt es ja unterschiedlichste dann Gedankenansätze, aber die finden dann sozusagen im Gedankenkreis einmal über dem Tellerrand statt. Bevor wir über neue Ideen sprechen, ich glaube, der du hast dazu auch. Ja, ich muss ja unterscheiden zwischen Reserven, die ich sowieso habe, weil ich unter jetzigen Rahmenbedingungen sozusagen meine Optimierung nicht ausgeschöpft habe in der Reduzierung von Kosten und so weiter, dann muss ich sowieso, egal welche Rahmenbedingungen herrschen, diese Fehler erstmal ausgleichen, um optimal oder besser zu sein. Schwieriger wird es ja, wenn wir völlig veränderte Bedingungen haben. Das heißt, tatsächlich niedriges Ertragspotenzial, dann muss ich mich natürlich umstellen, aber dann bin ich natürlich in einem Dilemma, da kann ich reagieren. Aber ich habe ja unter Umständen Kaufpreisfinanzierung geleistet aufgrund dieser höheren Ertragserwartung und auch Pachtpreise abgeschlossen aufgrund dieser höheren Erwartung, die ich dann im Grunde genommen nicht mehr bedienen kann. Und dann wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses neue optimierte System auf niedrigem Ertragsniveau mit neuen Arbeitserledigungsverfahren ja nicht rentabler sein als das alte Verfahren. Sonst hätte ich das ja vorher schon machen können. Und da können Betriebe in Schwierigkeit geraten durch diese Situation. Ja. Ja. Aber da braucht es am Ende die gute Bank, die das auch mitgeht und versteht und entsprechend die Finanzierung umstellen kann. Auch. Also ich sag mal, wir sehen das auch häufig, wenn wir irgendwie in Betriebe neu reinkommen, wo es eine Situation gibt, das kann ja entweder aus einem Krisenszenario herauskommen oder aber sowas, was Dirk beschrieben hat, weil es eine Umstellung im Umfeld gibt, wo es dann die Bank braucht, die dem Betrieb auch hilft, aus dieser Form des Liquiditätsengpasses aufgrund einer zu strammen Finanzierung. Ne? Genau, also ich meine, nichts ist im Prinzip, plakativ formuliert, nichts ist einfacher, wenn die Krise im Betrieb tatsächlich durch einen Finanzierungsfehler,
Ne, klassisch, früher waren mal die Zinsen höher, kurze Laufzeiten, da konntest du auch an den Bauern ja ranquatschen wie an eine Kuh. Ne? Also das hat Geld gekostet, also sollte kurz sein. So, und wenn dann das ein Institut gemacht hat und es stellt sich als ein Fehler heraus, dann hat man ja auch Reserve nach hinten. Dann ist es vergleichsweise leicht. Die Frage ist, was macht man, wenn die Antwort nicht so eindeutig gestellt werden kann und wenn es einfach über längere Phase so eine Melange-Phase schwierig war. Man findet nicht so sehr den sauberen Grund und soll aus, also ich sag mal, ich provoziere ein bisschen, aus dem Glauben und dem Vertrauen heraus, dass es ab morgen besser ist, wo die Ursache nicht wirklich also exploriert ist, dann denke ich, wird es einfach schwierig. Ja, also man braucht schon am Ende, wie wir so schön sagen, einen belastbaren Plan. Und der Plan, der fußt ja sozusagen auf eine Ursache, die man herausgefunden hat. Und wenn das nachvollziehbar ist, dann sehe ich auch die Bank in der Verpflichtung. Hat ja auch eine Verantwortung gemeinsam mit dem Kunden. Aber wir sind jetzt hier wegen dem Thema Liquidität eigentlich und Liquidität und Risikosteuerung, das ist ja eigentlich so der Zusammenhang. Ich glaube, man muss sich als Landwirt nicht, also man muss sich wohl darauf einstellen, dass es einen Klimawandel gibt und Volatilitäten in den Erträgen stärker werden und vielleicht auch ein Ertragsniveau von 9 Tonnen auf 8,7 runtergeht oder sowas. Aber ich glaube, man muss sich als Landwirt nicht hinstellen und Liquidität vorhalten, dass ab morgen mit einer Tonne weniger Ertrag zu rechnen ist oder sowas. Das wäre eine falsche Annahme und dieses Liquiditätsrisiko, das brauche ich auch als Betrieb nicht tragen. Meiner Meinung nach. Also so ein Szenario, das wäre völlig risikoavers und davon, glaube ich, braucht kein Betrieb ausgehen. Man sieht das vielleicht, was bei Schweinen jetzt los ist. Da hätte man antizipieren können, dass die Marktlage ist, wie sie sich jetzt heute darstellt, mit der Exportabhängigkeit. Aber einem Betrieb im laufenden Geschäft von vor 2 Jahren zu sagen, du wirst jetzt 2 Jahre bekommen, in denen der Preis irgendwie auf 80% oder 80% deiner Gestehungskosten sind oder sowas. Das hätte nie jemand irgendwie als Liquidität vorgehalten. Muss, glaube ich, auch im Ackerbau nicht sein. Also da bin ich eher so, wie Dert das eben gesagt hat, irgendwie vor der Ernte im Liquiditätsminimum zusehen, dass ich meine nächste Ernte reinkriege. Und das ist, glaube ich, die Liquiditätsvorsorge, die ich brauche. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Finanzierung und Liquidität. Wie sieht es denn eigentlich aus mit neuen Konzepten, neuen Ideen von der Bank oder wo die Bank sagt, jo, finden wir geil, oder auch aus der Beratung? Was kann man denn anderes tun? Wie kann man sich denn breiter aufstellen, um vielleicht unabhängiger zu werden? Michael. Wir hatten ja vorgestern, war ja der Dr. Langer da von der Vereinigten Hagel. Dann war er hier, mein Bruder war da mit in der Diskussion mit drin. Ging es um die Diskussion, inwieweit vielleicht auch mal das Versicherungssystem bei uns in Europa auf das amerikanische Versicherungssystem umgestellt wird. Und Dr. Langer ist ja ganz tief drin. Der ist ja mit den Amerikanern ständig in Verbindung und die Amerikaner, ich sag's mal salopp, die machen keine Flächensubventionen nicht, sondern die gehen her und sagen, wir tun die Prämien von allen möglichen, was du versichern kannst, inklusive Ertragsausfall, Liquiditätsausfall, nicht sehen zu können und was weiß ich alles und Preisverfall. Kannst du alles versichern? Und das wird, die Prämien richten sich nach deinem Durchschnitt von den letzten 5 Jahren, deinem betriebswirtschaftlichen Abschluss. Wenn du in einer Gegend den besten Abschluss hast, kriegst du die höchsten Prämien. Das heißt, gleichzeitig tun die Amerikaner auch noch den besten Landwirt fördern und nicht den schlechtesten. Und da hat natürlich der Langer, der Dr. Langer, der natürlich auch in der Politik sehr stark mit drin ist, gesagt, naja, mit der heutigen Politik unmöglich durchzusetzen, denen fehlt die geistige Größe, das überhaupt zu verstehen. Mhm. Ja. Obwohl sie alle studiert haben, verstehe ich es auch nicht. Aber scheinbar hat das nicht gereicht. Ja. Aber denkt man mal das zu Ende, das haben wir da vorgestern mal zu Ende gedacht. Da steckt, und da werden wir wahrscheinlich auch hinkommen müssen, vielleicht auf eine Mischung. Ja. Da werden wir hinkommen müssen. Bei euch im Norden oben, wo ihr noch vielleicht noch eher noch kleine Klimagewinner seid, weil es eher wärmer wird und vielleicht trotzdem gleichmäßig regnet und es einigermaßen passt. Aber je weiter man Richtung Süden kommt, ich sage mal so, ab 45. Breitengrad südlich merke ich deutlich, dass die Volatilität der Klimaveränderung, vor allem nicht nur Länge der Trockenheiten, das geht ja noch, sondern die Hitze. Leute, die Hitzespitzen sind es. Du kannst Wasser haben, so viel wie du willst. Wenn du 40 Grad im Schatten hast und der Weizen ist im Umlagern oder der Mais ist im Umlagern, ist es aus. Da geht nichts mehr. Das war's. Ja? Da brauchst du gar nicht mehr pokern. So, und wenn natürlich solche Sachen in Zukunft, so wie es die Amerikaner eigentlich sehr erfolgreich machen, einmal angepackt werden, dann könnte man natürlich eine Landwirtschaft auf einer Basis vorantreiben, unabhängig davon, wie die Zinsentwicklung ist, unabhängig davon, wie die jeweilige Preisentwicklung ist.
geht es rauf oder geht es runter. Vor allem auf Standorten, wo es eher ein bisschen gefährlich zugeht, weil es mal schneller mal zum halben Ertrag kommt, als zu bloß 10% weniger. Und das haben ja einige schon durch, die letzten Jahre, selbst auf Lössstandorten. Ja, wo der Löss komplett ausgetrocknet war und im Winter nicht aufgefallen worden ist. Auf einmal, wo du nur 8, 9 Tonnen geerntet hast, bist du bei 5, 6 Tonnen dabei und das war's. Magdeburg, da kenne ich einige, die 9, 10, 12 Tonnen gewohnt waren und mittlerweile sagen, wir müssen eine Strategie verändern. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir alle 5 Jahre einmal 8 oder 9 Tonnen ernten und der Rest müssen wir zwischen 5 und 6 Tonnen zurechtkommen. Okay. Und da ist natürlich schwierig, das, was wir diskutieren, wenn nicht noch so ein zweites Hilfsmittel und die Amerikaner haben es nicht von ungefähr gemacht. Die haben ja viele Gegenden, das ist nicht alles Cornbelt. Ja, viele Gegenden, wo sie extrem schwache Standorte haben, wo das Klima und das Wetter extrem volatil ist und die Preisentwicklung auch extrem volatil ist. Mhm. Und dieses System hat eigentlich die amerikanische Landwirtschaft stark gemacht, weil sie auch den Stärksten gefördert haben. Mhm. Also ist das ein Lösungsansatz? Es ist natürlich auch, das hat er ja auch gesagt, dass im Endeffekt das politisch gefördert wird. Also diese Form der Versicherung wird bezuschusst mit 50, 60 Euro pro Hektar. Wenn das nicht der Fall ist, dann kostet ja diese Versicherung per se erstmal Verwaltungskosten, ist ein komplizierter Apparat und wird nicht funktionieren. Und es muss eine große Leistung, du brauchst es aber am wenigsten. Und es muss eine große Breite erreichen. Und dann ist natürlich der Betrieb, der liquiditätsmäßig sich stark fühlt, wird sich gar nicht daran beteiligen, weil er sagt, an diesem Instrument, was eigentlich ja Geld kostet durch Verwaltung, da beteilige ich mich gar nicht und dann funktioniert es nicht. Es ist schon dann der politische Wille, muss dann da sein zu sagen, okay, wir geben als Staat da 50 Euro rein, verlangen dann aber auch von euch, wenn es mal wirklich kracht, dass wir dann keine Hilfen geben, keine Dürrehilfen oder sonst was als Staat. Mhm. Dann da wieder mehr Eigenverantwortung zu tragen. Das ist sicherlich ein richtiges Konzept. Aber so wie bei uns, nur versichern, das ist ein komplizierter Akt, behaupte ich mal. Ja, das geht nicht. Das glaube ich auch. Das geht nicht. Da, beim Hagel geht es noch. Weil das noch einigermaßen, weil viele mitmachen, weil es noch einigermaßen querfinanzierbar ist. Aber schon bei Ertragsausfällen und solchen Dingen wird es schon wieder schwieriger, weil dann die Prämien so hoch sind, dass viele sagen, nee. Also eine Versicherungsförderung, eine staatliche, ist ja nichts anderes, als das Risiko abzuwälzen. Also wie Dert gesagt hatte, ohne Förderung wird das keiner machen. Und wenn es gefördert wird, dann wird das Risiko ja abgewälzt auf den Sozialstaat. Der Sozialstaat würde dann das Klimarisiko tragen. Moment mal, was sind denn 200, 300 Euro Ausgleichszahlungen? Gut, wenn man die dann stattdessen wegnimmt. Ja, sowieso, sonst macht es keinen Sinn nicht. Ja. Okay, haben wir eben noch nicht drüber gesprochen. Ja. Und das Schlimme ist, das ist politisch nicht durchsetzbar. Und das ist politisch nicht durchsetzbar, weil unsere jetzige Regierung natürlich genau das als Machtinstrument missbraucht, um Landwirte zu steuern. Du kriegst nur Geld, wenn du das und das und das und das machst. Ja, also nur mal das ertragen wir nicht sehr gerne. Nochmal konkret nachgefragt, die Idee ist dahinter, eine Versicherung zu machen, auch gegen Preisrisiken, also Düngemittelpreis, wenn er schwankt, sich dagegen zu versichern? Auch das, ja. Aha. Da ist alles möglich, da gibt es dann alle möglichen Ideen. Okay. Die sind kreativ, wenn sie gehen, weil die Versicherungsgesellschaften sind ja privat, die ja mit diesen Ideen daherkommen. Die verdienen ja auch dran. Und die verdienen dran, deswegen sind die hochkreativ und dann gehen sie halt zur Regierung und sagen, okay, was bist du bereit für das und das neue Instrument zusätzlich praktisch zu unterstützen? Und wenn es dann passt, gehen sie raus und bieten es den Landwirten an, dort wo es am ehesten auch was bringen kann. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man sagt, wie das, die Amerikaner machen vieles verkehrt, jetzt sowieso, was den Krieg angeht, machen alles verkehrt. Aber da muss man sagen, ich beobachte das schon seit Jahrzehnten, da machen sie eine Sache doch richtig. Eine interessante Frage in dem Zusammenhang, das wäre die Alternative zur Versicherung, dass ich mich mehr diversifiziere im Betrieb, in den Früchten, vielleicht auch in Betriebszweigen und so weiter. Und da wäre ich natürlich sehr vorsichtig, wenn ich nur um Liquidität zu sichern, dann ja wahrscheinlich auf Rentabilität verzichte, um Betriebszweige zu machen, an die ich vorher nicht gedacht habe. Denn sonst hätte ich sie ja vorher auch schon machen müssen. Ganz genau. Naja, das ist die Frage, ob man mit so einem Gedanken automatisch auf Rentabilität verzichtet. Na, also ich sage mal, betriebliche Entwicklung hat ja, wenn man jetzt ein bisschen zurückkommt, ich bin jetzt kein Historiker, in der Regel auf den schwächeren Standorten als erste stattgefunden. Ne, also viehdichte Gegend, ne, also Weser-Ems, Diepholz, Zuhling, Vechta, Kloppenburg und so weiter, kleine Betriebe, Sandbüchse, also musste man früh in der höhere Wertschöpfung auf dem Hektar, also ging man rein in die Veredelung, damit waren es über lange Jahre Grundstandorte, dann konnte man auch hinschauen, was übertreiben heißt, ne, also gewerbliches Wachsen,
Emissionen, also gesund, man spricht nicht umsonst um eine landwirtschaftliche Gesundlage, da hat man die Nährstoffe auch mit dem Tanker rausgefahren, dann wurden die Bestände immer größer, nur damit LKW-weise geliefert werden konnte und das Spiel ging und ging und ging und es wurde immer optimierter, aber man hat nie strategisch den Rahmen verlassen. Ne? Man hat immer innerhalb des einen strategischen Fahrwassers geblieben. Insofern finde ich, darüber hinaus zu schauen und zu sagen, okay, wechsle ich in die Breite, in die Diversifikation oder wechsellich in die Tiefe, in die Wertschöpfung, machen ja viele Betriebsformen, auch Mischformen vor. Da bin ich durchaus ein Freund davon, weil es völlig ist klar, Strukturwandel findet immer statt, weil die letzten, je nach Branche unterschiedlich, ne, bei den Veredlern sind 66%, also 60% in 10 Jahren, bei den Ackerbauern ist ein bisschen weniger, die Kühe liegen irgendwo dazwischen, aber der Strukturwandel findet statt, also das heißt, der einfach an seinem Stecken festhält, den gibt es irgendwann nicht mehr. Das ist einfach Gesetz der Mathematik und insofern finde ich es an der Stelle schon korrekt zu sagen, okay, wann überlege ich denn tatsächlich grundsätzlich mal eine strategische Verbreiterung? Das finde ich sogar ein ganz zentraler Gedanke. Aber nicht unabhängig von unserem heutigen Thema. Das ist jetzt nicht, aber das ist tatsächlich schon insofern eine Schnittstelle an dem Punkt, wo man sagt, wo findet das Werkzeug ein Ende. Ne? Wir haben jetzt mal Verfahrenstechnik ein bisschen nachgedacht, wir haben Optimierung nachgedacht und jetzt war ein Schlagwort, warum denn nicht auch zu diversifizieren? Und ja, der Betrieb braucht Ressourcen, der braucht auch das Know-how dazu, ne? Also es ist auch einfach gesagt, aber grundsätzlich finde ich, darüber hinaus zu denken, erst schon mal eine gute Basis. Ich muss ein bisschen widersprechen. Also ja, es hört sich schön an zu diversifizieren und der Gedanke, dem kann man auch folgen. Aber ich entdecke, wie schwierig es ist, überhaupt Kostenführer in seinem eigenen Spezialgebiet zu werden. Und die Wahrscheinlichkeit, Kostenführer, also der Strukturwandel, solange ich mich in einer Massengüterproduktion befinde, wirkt der Strukturwandel auf alle Betriebe. Das ist auch ein ökonomisches Gesetz ein Stück weit. Ja. Und es ist unglaublich schwierig, Kostenführer in der Produktion von Weizen zu werden und dann gleichzeitig Kostenführer in der Produktion von Milch zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides auf einer Person zusammenfällt, ist relativ gering. Und wenn ich jetzt aber beides, also neben dem Ackerbau meinetwegen eine Milchviehhaltung aufbaue, das kann eigentlich, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das dazu führt, dass ich in beiden Kostenführer bin und deswegen vielleicht auch mein Liquiditätsrisiko verringere. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ gering. Da möchte ich noch mal kurz reinfragen. Michael, hast du was dazu? Da möchte ich mal ein bisschen eine geschichtliche, gestern hast du ja, glaube ich, erzählt, auch ein bisschen in die Geschichte gehen. In den 70er Jahren war es teilweise so, dass du auf durchschnittlichen Ackerbaustandorten weniger Reinertrag erwirtschaftet hast als an einem Schwein. 100 D-Mark pro Schwein und 80 D-Mark hast du dann an einem Ackerbaubetrieb definitiv gehabt. Definitiv, waren die 70er Jahre. So, das heißt, was war dann die Konsequenz daraus? Was heißt die Konsequenz daraus? Wo sind wir nicht gelaufen? Weltweit sind wir nicht gelaufen in die 80er Jahren, in Fleischberge, Butterberge, Weizenberge und was weiß ich alles. Alle unsere verantwortlichen Politiker heute sind damals aufgewachsen, die waren damals auf der Straße, die glauben immer noch, dass das so läuft. Die haben noch nicht kapiert, dass die Welt sich verändert und vor allem das Klima sich dramatisch verändert und reinhaut mittlerweile und die Erträge runterzieht. Weitere Begebenheit. Unsere Familie war mal als Familie, haben mal 1% des deutschen Eiermarktes gehabt, als Familie. Mein Onkel Walter hat das Ganze geleitet, war sehr erfolgreich und das war Anfang der 70er Jahre extrem profitabel und Ende der 70er Jahre konntest du das Papier in der Längsnacht nach durchschneiden, damit du Geld verdienen musstest, also mit Zehntel und Hundertstel Pfennig rechnen. So, dann haben wir mit meinen Cousins zusammen, waren wir vielleicht 20 Jugendliche, die alle in die Landwirtschaft wollten. Unsere Eltern und unsere Onkels haben keinen einzigen in der Familie gefunden, der das Geschäft übernimmt. Wir haben es dann verkauft an Pohlmann und später ging es an Kappmann und was weiß ich alles. Aus heutiger Sicht war die Entscheidung meiner Brüder, meiner Cousins, inklusive mir selber, absolut richtig. Seit 40 Jahren haben wir die Finger weggelassen von einer Diversifizierung in die Veredelung hinein. Weil dann hätten wir uns 200% darauf kümmern müssen und hätten wir uns mit dem Ackerbau und der Technik nicht so kümmern können wie heute. Das heißt, es hätte nicht hingehauen. Und es war bis heute richtig. Das ist verrückt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Heute ist es noch richtiger, als vor 40 Jahren sich dafür zu entscheiden, sich zu spezialisieren. Entweder du bist der beste Schweinebauer und du hast die größten Zunahmen und die geringsten Kosten beim Schwein und du hast die höchste Milchleistung und hast alles voll im Griff. Konzentrier dich drauf, mach's richtig. Und genauso ist es beim Ackerbau.
Und das sind die, die am Ende unsere Landwirtschaft aufrechterhalten. Und die, die gemischt sind, weil sie keine andere Wahl nicht haben, da haben wir auch viele davon. Das sind absolute Multitalente, da gibt es wenige davon. Es sind genug noch, aber es gibt wenige davon, die es schaffen, das noch hinzukriegen. Aber ich sage dir eines, diese Multitalente, die werden immer weniger. Die da alles beides diesen riesengroßen Spagat schaffen. Ich denke mal, vielleicht habe ich das ein bisschen zu extrem dargestellt und ich will jetzt keinem zu nahe treten, bitte. Aber das ist nur eine Beobachtung aus der Geschichte heraus und aus den letzten 40, 50 Jahren, wie sich was entwickelt hat. Weil die Produktionsverfahren auch immer komplizierter und intensiver werden, das muss man auch sagen. Völlig klar, bin ich ja 100% dabei. Also insofern ist, also letztendlich ist es ja nur ein Beispiel für das, was ich unter anderem auch meinte. Ne? Also es gibt zu einem bestimmten Punkt auch durchaus mal die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ne? Es gab ein erfolgreiches, großes Unternehmen, die Familie hat sich dagegen entschieden, ist auf einen anderen Zweig. Das ist dann so. Und es gibt nun mal nicht 100% die erfolgreichsten. So, auch nicht im Ackerbau. Und dann bedeutet das, wenn ich auf dem Standort bin und ich werde nun mal nicht Kostenführer, ne, ich übe schon irgendwie seit 20 Jahren, dann ist es verflixt nochmal eine unterlassene Unternehmerentscheidung zu sagen, ich muss hier strategisch was verändern. Wenn ich das Potenzial habe und ich habe noch es nicht, dann bin ich ja völlig bei Ihnen. Die Frage ist, und das ist ja menschlich sehr viel schwieriger, also gut ab vor so einer harten Entscheidung, aber die findet ja immer wieder durchaus auch mal nicht statt. Und da drauf zu schauen und zu sagen, so, was ist das denn, wenn mein Standort das nicht hergibt? Aus welchen Gründen auch immer. Ob das nun klimarelevant ist oder ob das irgendwie zu viele gut verdienende Nebenerwerbslandwirte sind, weswegen ich hier irgendwie auf meinem Standort nicht dahin komme, vernünftige Arbeitserledigungskosten hinzukriegen, einfach weil ich so, ne, und da muss ich mir andere Instrumente einfallen lassen. Und diese Instrumente nicht anzuschauen, das ist dann am Ende da auch das wiederum, um den Bogen zur Finanzierung zu bekommen, wo dann eine Bank sich mit dem Kunden gemeinsam und also, ja, wir machen ja schon, wir üben ja schon 5 und 6 Jahre um den gleichen Inhalt, es verändert sich nichts, dann ist eben ab irgendeinem Punkt in dem gleichen strategischen Fahrwasser möglicherweise auch eine Begleitung nicht mehr sinnvoll. Mhm. Sind wir da nicht auch beim Thema Kompetenz und Wissen? Also klar, als Bank, denke ich, musst du auch hingucken, was können die Leute eigentlich, was können sie leisten, und man sollte wahrscheinlich dabei bleiben, was man gut kann. Heißt aber nicht, dass man auch neue Dinge ausprobieren kann. Also nur mal so ausgehend davon, dass man abhängig ist von Düngerpreisen, von Energiepreisen, spreche ich ja einiges dafür zu sagen, okay, dann machen wir uns unabhängig davon. Erzeugen eigene Energie und nutzen sie bestmöglich am Hof. Nutzen Wirtschaftsdünger, um eben von den Düngemittelpreisen nicht mehr so abzuhängen. Heißt natürlich aber auch, dass man das Wissen herbekommen muss. Wie ist das da in der Beratung? Habt ihr das Wissen? Könnt ihr sowas empfehlen? Traut ihr euch den Leuten zu sagen, versucht man was ganz anderes? Also ich frage mich immer, wie soll das ein Landwirt auf die Beine stellen? Wenn er jetzt Profi ist im Ackerbau, wie wird er jetzt Profi vielleicht doch in einem Konzept für Insekten, für die Tierfütterung? Wo kriegt er das Wissen her? Ich würde nicht behaupten, dass ich das weiß. Okay. Natürlich nicht. Ich kann den geistig den Unternehmer dabei begleiten irgendwie, und dass er vielleicht auch keine Finanzierungsfehler macht oder das steuerlich vielleicht richtig aufzieht oder sowas. Und ich kann der Diskussionspartner für sowas sein, aber ich kann nie wissen, wie ich jetzt die Made XY am besten ernähre. Das ist schon Aufgabe des Unternehmers, und ich glaube, das ist auch, vielleicht war das früher mal so, dass man das als Berater mitbringen musste, das allumfängliche Wissen. Aber heute, in Zeiten, in denen Wissen sehr viel freier verfügbar ist, ist es, glaube ich, nicht mehr die Aufgabe des Beraters, dieses Wissen mitzubringen. Also ich glaube, das war mal ein interessantes Thema, auch gerade in Schleswig-Holstein früher in der Beratung von der Landwirtschaftskammer ausgehend, dass man sogenannte Nischen dann in den Vordergrund stellte. Und das war natürlich ein gedanklich großer Fehler, dass wenn einer wirklich eine Nische gefunden hat, die er besetzen kann, weil er da besonders gut ist, die nun gerade über Beratung zu verbreiten, ist ja eigentlich der Tod dieser Nische. Ja, ja. Und deshalb glaube ich, ist das die ureigenste Aufgabe von Unternehmern, solche Lücken und solche innovativen Lücken zu finden, die er dann für sich auch ausnutzt und die dann voranbringt. Was aber nicht bedeutet, dass natürlich der Berater dann sehr kompetenter Partner in der Fragestellung ist, ob der Betriebsleiter überhaupt diese Kapazitäten hat von der Zeit, ob er vielleicht vom Standort Möglichkeiten hat, die er ausnutzen müsste. Aber Risiko und Innovation muss eigentlich vom Unternehmer selbst kommen. Das ist so, ja. Jammern wir eigentlich auf einem hohen Niveau? Jetzt haben wir, glaube ich, 8% Inflation, 10% Zinsen. In der Türkei sind es 85% Inflation. Wie geht das da? Kriegen wir auch sowas? Können wir uns noch eigentlich vorschätzen, dass es nicht so weit ist? Wie ist da die Einschätzung? Weil dann geht ja nichts mehr, oder?
Sehe ich nicht so. Also, ich komme jetzt wieder ein Beispiel aus Brasilien, weil ich da zufällig jetzt mich da in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftige, war gerade wieder drüben. Ich kenne eine ganze Reihe Kunden auch, die sind jetzt dreistellige Millionäre geworden, zum Teil Milliardäre geworden, mit nichts angefangen vor 30 Jahren. Ich kenne einige, die nie einen Kredit aufgenommen haben, weil sie immer in einem hochinflationären Land tätig waren, haben natürlich aber den Pioniergewinn mitgenommen. Nämlich Land für 10 Dollar das Hektar zu kaufen, mit den Händen die Bäume auszureißen, ein paar Hektar Soja anzusehen, mit wenig Aufwand den Versuch zu verkaufen und sobald sie ein bisschen Geld verdient haben, noch wieder ein paar Hektar zu roden und so weiter und fort. Und so sind sie immer größer geworden. Und heute sind sie eine halbe Milliarde wert, solche Läden, und zum Teil bis zur Milliarde. Also, ich habe durchaus gelernt, die rechnen alles in Sack Soja. Wenn du mich fragst, was kostet der Traktor, was kostet der Dünger, da redet er immer bloß in Sack Soja. Ich sage, was heißt das? Der sagt nichts in Dollar und nichts in Real, immer nur in Sack Soja. Wegen der Inflation. Und wenn er einen Hof kauft, der irgendwo aus heutiger Sicht mit dem Sack Soja, was weiß ich, 100 Millionen Dollar wert ist, solche Beträge werden da unter Landwirten gehandelt, ja, um einen nächsten Betrieb zu kaufen, dann sagt er, das sind so und so viele Millionen Sack Soja. Und da muss ich jetzt so und so viel Sack Soja bringen als Eigenkapital und dann mache ich weiter. Also das ist, also wenn einer da langfristig drin aufgewachsen ist, kannst du durchaus da drin leben. Ja? Ich möchte es nicht, sage ich gleich. Also ich wenn ich dir zuschaue, wie diese Typen ticken und denken, ja, das ist eine andere Welt. Also also ich bin nicht mehr bereit, mich in so eine Welt hineinzudenken und sagen, okay, jetzt machen wir alles in Sack Weizen. Und Banken brauchen wir schon gleich gar nicht, weil wir Zinsen gar nicht rechnen wollen, weil das ist sowieso wurscht. Weil Geld machen wir alles mit Sack Weizen und dann handeln wir es so durch. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns geht. Aber das, was ich damit sagen will, ist, dort, wo du so aufgewachsen bist, wo es nicht anders geht, kommen Leute damit zurecht. Und ich vermute, in der Türkei ist es nicht recht viel anders. Dass da eine ganze Reihe Unternehmer sind, die im Prinzip ein Barter-System nutzen und das schon seit Jahrzehnten und sich ganz wenig dem Finanzmarkt bedienen, vermute ich. Aber es ist doch interessant, Sie stellen sich ja eigentlich ökonomisch total darauf ein, denn wenn Sie einen Kaufpreis vereinbart haben, zahlen Sie ihn in 5 Jahren und zahlen ihn in den Sojasäcken zu dem Preis, der auch in 5 Jahren gilt. Und damit ist es ja auch für den Kreditnehmer eigentlich eine totale Risikoabsicherung, die er letztlich durch den Markt hat. Also das finde ich extrem unternehmerisch und ganz vernünftig. Inflationsgeschützt, ein Stück weit. Aber also ich möchte nochmal sagen, ich hoffe nicht, dass wir in diese Situation kommen, weil da glaube ich, da geht uns der Dampf aus. Weil da brauchst du extrem viel Fantasie. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema CO2-Zertifikate. Das ist aktuell ein großes Thema in der Landwirtschaft. Ich gucke auch wieder auf unsere Rückwand, also Speichern von Kohlenstoff im Boden. Da gibt es jetzt einige Startups, die auch um die Ecke kommen, die suchen dringend Kontakt zur Praxis, zu landwirtschaftlichen Betrieben. Wie beurteilt ihr dieses Modell, diesen Ansatz als Geschäftsmodell für Betriebe? Darf ich da was dazu sagen? Merkt euch mal 3 Zahlen. 100, 250, 250. 100 Tonnen Kohlenstoff auf 3 Meter Tiefe, das TÜNG-Institut hat gerade eben interessante Zahlen rausgelassen. Im Durchschnitt der deutschen Böden kannst du bis mit der heutigen Ackerbaumethoden am Ackerbaustandort speichern, im Durchschnitt. 250 Tonnen findest du im Durchschnitt an Kohlenstoff auf 3 Meter, bis auf 3 Meter Tiefe auf Grünlandstandorten. Und 250 Tonnen findest du in einem durchschnittlichen, gut bewirtschafteten Mischwald. Das ist eigentlich verrückt. Wir glauben immer, das Holz und was sicher, das ist so viel. Nein, ist nicht so viel. Da kommen bloß 250 Tonnen zusammen. Und das ist doch logisch, weil im Ende geht es nur darum, wie lange die Photosynthese läuft. Wenn die das ganze Jahr durchläuft, weil es immer grün ist, dann wird ständig, wenn es warm ist und Feuchtigkeit da ist, wird flüssiger Kohlenstoff produziert und zum Teil über die Wurzelspitze als Exudat in die Wurzelrhizosphäre abgegeben. Und das ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt im Ansatz Kohlenstoff aufzubauen. Bloß wenn du das, du mal ein Grünland umflügen oder um Gruppen, kommst gleich raus und du mal ein Weizen anbauen, da ist mit den 250 Tonnen sind wir ganz schnell weg. Die sind ganz schnell wegmineralisiert. Da bist du ganz schnell auf 150 und 120 Tonnen herunter. Und beim Wald geht auch nicht mehr. Deswegen ist auch der Trugschluss, Wald anzusehen, was viele glauben, und die schweren Bäume, die erst 100 Jahre brauchen, bis erst einmal ein Haufen Holz da ist. Man muss ja mal schauen, wie bescheuert wir sind. Okay? Wenn man sich was, man, da brauchst du nicht studiert haben, um das zu verstehen, okay? diese Analogie. Mhm. Bitteschön. Das heißt also, das ganze Thema CO2-Zertifizierung, an die glaube ich auch, aber so wie sie jetzt läuft und die da dran sind, tun sich verdammt schwer, das irgendwie zu greifen.
theoretisch mit Bewirtschaftungsverfahren und so weiter und mit Messmethoden kann man es teilweise greifen, aber was man, eines sollte man verstehen, wenn überhaupt was möglich ist mit regenerativen, wir nennen es Hybridlandwirtschaft, Methoden mit Fruchtfolge und Zwischenfrucht und was weiß ich alles und Dauerbegrünung zu versuchen, auch ab und zu mal Weizen zu ernten und so weiter fort, bei Höchsterträgen hoffentlich, weil eins ist klar, je höher der Ertrag ist, desto geringer ist die Photosynthesezeit. Das ist logisch, weil du musst das irgendwann mal wegernten, da ist nichts mehr da. Also ein paar Wochen ist gar nichts da. Das heißt, die 250 Tonnen auf dem Ackerstandort werden wir nie erreichen. Wenn, dann werden wir irgendwo dazwischen was erreichen. Nur ich gebe eines zu bedenken. Der Aufbau von Kohlenstoff im Boden, der auch dann mit aller Gewalt versucht wird, auch drin zu behalten und nicht mehr rauszumineralisieren, heißt am Ende, ich darf da ganz wenig bewegen. Ich muss zum Teil Fruchtfolgeglieder und Zwischenfrüchte anbauen und so weiter fort, die nur dieser Sache dienen, aber nicht dem maximalen Ertrag. Das muss, dass uns das mal klar ist. Und wenn wir dann von 100 Tonnen auf 150 Tonnen mal kommen, und da wird wahrscheinlich Ende sein, weil dann das Equilibrium sich einstellt, dann dürfen wir dieses Verfahren in keinster Weise mehr verändern, wir müssen weiterwirtschaften, ohne dass mehr Kohlenstoff im Boden reingeht. Muss man vorstellen. Das heißt, nochmal auf den Punkt gebracht, Kohlenstoffaufbau ja, hat aber was damit zu tun, dass am Ende die Naturalerträge etwas zurückgehen müssen. Das ist ein kausaler Zusammenhang da. Ich habe mich da sowas von intensiv befasst damit, vielleicht auch nicht genug, und unsere Mitarbeiter, wir sind da in dem Thema ständig drin und wir werden immer eines Besseren belehrt. Okay? Und da kommt man immer diese Analogie mit 100, 250 und 250 am besten zugute, um das einmal von der Seite zu betrachten, rückwärts zu denken, was überhaupt möglich sein kann. Okay? Ja, und die CO2-Preise reichen ja bei Weitem nicht aus, um diese Produktionsrückgänge da zu ausgleichen. Wenn das Klima sich weiter verändert, und die Hitzespitzen zunehmen und die Trockenheitsphasen zunehmen, dann wird es schwieriger sein, Zwischenfrüchte zu etablieren, die ständig Photosynthese betreiben. Das heißt, uns geht eher das Eintrag an Kohlenstoff eher zurück, als nach oben geht. Da werden wir auch ein Problem haben. Und dann müssten wir ja, wenn wir dann konkurrieren müssten mit 300, 400 Euro die Tonne Getreideeinheit vielleicht ab und zu, müssten wir ja für eine Tonne CO2, die wir da, 10 Tonnen, die wir da jetzt hereinbringen, müssten wir ein Äquivalent kriegen, das aber dann deutlich höher bezahlt wird als diese 50 oder 60 Dollar, die Tonne CO2, Äquivalent, die momentan bezahlt wird. Das heißt, also wir haben da einen Konflikt. Grundsätzlich glaube ich dran, grundsätzlich unterstütze ich alle, die sich damit befassen und sage, macht weiter so, bleibt dran. Weil irgendeiner wird dann irgendwann mal eine Sache finden, die dann auch gesellschaftsfähig ist, beziehungsweise belastbar ist, damit auch der Gesetzgeber dann am Ende sagt, oder derjenige, der es kauft, nicht der Gesetzgeber, sondern derjenige, der es kauft, sagt, okay, ich investiere bei dir bei festgesetztem Preis, am besten wären es Börsenpreise, das heißt, dass der Staat gar nicht eingreift oder nicht viel eingreift, um das dann hinzubekommen. Aber wie gesagt, ich gebe zu bedenken, was maximal möglich ist, liegt irgendwo zwischen 100 und 250 Tonnen Kohlenstoff. Mehr nicht. Ich glaube, am ehesten kann das ein Geschäftsmodell auf extensiven Standorten sein. Ja, da muss auch was wachsen. Da muss was wachsen, das ist das Gegenargument, total. Aber es ist im Moment nicht in der Lage, irgendeine Produktion zu verdrängen. Im geringen Maße vielleicht eine Produktionsform abzuändern oder so. Aber maximal das, im Moment bei den aktuellen Preisen. So, mit Blick auf die Uhr, ich wollte damit auch noch mal so einen letzten Tipp von euch rausarbeiten für unsere Zuschauer. Ich nehme mit, spannendes Thema, noch nicht wirklich lukrativ und auch nicht so umsetzbar, wie es viele verkünden. Dann würde ich gerne zu einer Abschlussrunde kommen und euch bitten, nochmal so vielleicht auf den Punkt gebracht in ein, zwei Sätzen, was gebt ihr den Leuten heute mit zu unserem Thema, was wir hier diskutiert haben? Ein To-Do, eine konkrete Erkenntnis des Tages. Vielleicht fangen wir bei Bernd an und machen die Reihe durch. Also ich würde tatsächlich... wir hatten das in der Eingangs gesagt, also Freude am eigenen Betriebszweig, Freude am Tun, ein sauberes Kontrollen und eine realistische Standort- und Betriebsanalyse, ob die Strategie passt oder ob sie erweitert werden muss. Felix? Eine realistische Analyse, da kann ich mich natürlich nur anschließen, das ist super wichtig, klar. Und ansonsten fand ich, eine zentrale Aussage war der Rat, den Dert seinem Sohn geben würde. Ja, du hattest gesagt, maximal die Hälfte des Umlaufkapitals der aufstehenden Ernte beim Händler zu haben vor der Ernte. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Ich sage immer vor der Ernte 200 Euro pro Hektar Liquidität auf dem Konto oder Reserve auf dem Konto, bis ich an den Anschlag komme, damit ich über die nächste Ernte komme. Also wenn ich so
vor dem Hintergrund der Liquidität sehr einfach gesprochen, das beantworten. Danke, das finde ich ein guter Rat. Mhm. Michael, du ein, zwei Sätze noch fürs Publikum zum Abschluss. Ich kann es mit Bauchgefühl nur beantworten. Mein Bauchgefühl ist, fühlt sich ein bisschen bestätigt von dem, was ich vor einem halben Jahr so gefühlt habe. Alles geht nauf. Und dann haben wir gemerkt, jetzt muss eine Rezession kommen. Ich habe das herausgefunden, indem ich meinen Mitarbeiter gefragt habe, wie viel Geld hast du in der Tasche? Da brauche ich keine Zeitung nicht lesen. Ich habe gesagt, wie viel hast du? Das waren dann 200, 300 Euro vor einem halben Jahr, was er weniger in der Tasche gehabt hat. Ja, Herrschaftszeiten, bin ich der Einzige, der weniger seinen Mitarbeitern zahlt? Die haben weniger zum Ausgeben. Das heißt, was ich jetzt so mitkriege in der Branche, vor allen Dingen in der Zulieferbranche, wir sind auch ständig am Rumtelefonieren und am Rumdiskutieren, es scheint doch so zu sein, dass vor allem durch den Bau, durch den Stopp des Baus, Mitte nächsten Jahres wir doch in eine etwas starke Rezession hineinrumpeln. Und da habe ich ein ganz gutes Gefühl, weil ich weiß, dass wir Deutschen arbeiten können, wenn wir müssen. Nein, so ist es. Das haben wir in der Finanzkrise bewiesen und das werden wir auch jetzt wieder beweisen. Und ich sage euch eines, ganz gleich, ob das ein oder zwei oder drei Jahre dauert, wir kommen da raus wie Phönix aus der Asche. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei. Gleichzeitig habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei, dass die Landwirte, sowohl der Veredler als auch der reine Ackerbauer, im Großen und Ganzen, er muss zwar ein bisschen aufpassen, aber im Großen und Ganzen durch diese Phase der höheren Zinspolitik, durch die Phase der höheren Düngerpreise, die runterkommen und ein paar andere Sachen, die noch immer hoch sind, unter anderem Landmaschinen, dass der da relativ gut durchkommt. Also ich habe da, und dass das etwas unabhängig ist von der Rezession, weil das getrieben ist vom Klima, von der Klimaveränderung, und das ist ein weltweites Phänomen, das uns die Erträge runterzieht, weltweit. Und damit ist das etwas entkoppelt. Das ist mein Gefühl. Ich muss nicht recht haben, aber ich will mich daran messen lassen. Danke, Michael. Dirk. Ich denke, auch in solchen Phasen, wo wir nun hohe Getreidepreise haben, ist das Augenmerk auf die Kostenführerschaft schon ganz entscheidend. Denn es wird auch mal wieder Phasen geben, wo wir nicht so hohe Preise haben. Und dann ist natürlich derjenige, der da seinen Betrieb auch in Zeiten von guten Rahmenbedingungen optimiert hat, der hat dann die Nase vorn. Und dabei ist für mich eigentlich ein Benchmark, also eine Einschätzung meiner eigenen Leistung im Vergleich zu der Region oder anderen Landwirten, was möglich ist, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Denn ich muss einschätzen, ob ich der Erste bin, wenn es schwierige Zeiten gibt, der in Schwierigkeiten kommt. Oder ob ich dann der Letzte bin. Dann bin ich sowohl aus der Sicht der Banken als auch aus eigener Sicht in komfortabler Situation. Und das habe ich natürlich selbst in der Hand, indem ich durch Fleiß und Sparsamkeit und meine Erträge optimiere und meine Kosten senke. Angst habe ich als Unternehmer nur von der neuen Form der Politik, dass wir Verbote bekommen, die wir als Unternehmer, und zwar ganz partielle Verbote, wo wir keinen Einfluss haben als Unternehmer. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich. Ich glaube, das ist bestimmt wieder ein Thema für einen weiteren Horsch-Live-Talk, was du gerade aufgemacht hast, Dirk, die letzten Worte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei unserem Publikum, für die gute Runde. Ich hoffe, es gab ein paar Einblicke, die mitgenommen werden können, und mache noch ein bisschen Werbung für den nächsten Montag, 5. Dezember, Horsch-Live, Zwischenfrüchte, Nährstoff- und Wassermanagement. Viel Spaß mit den Einblicken, schöne Zeit, bis bald. Tschüss.